Ich bin Alex von C2C, Computer Cloud, Gründer und Geschäftsführer. Und wir bieten halt ein ERP-System für die Bau- und Immobilienbranche an. So, ERP ist wahrscheinlich vielen ja ein Begriff. Das Allerträglichste bei dem Thema ist immer das Thema Stammdaten. Irgendjemand muss das Ding füllen, das Ding muss irgendwie funktionieren. Und wie kommen die Stammdaten rein? Meistens durch manuelle Eingaben. Beim ERP-Wechsel wird oftmals über Schnittstellen gesprochen, CSV-Importe und so weiter. Es ist also ein super langweiliges Thema. Jetzt habe ich also mal ChatGPT gefragt: Wie kann man denn mal einen guten Einstieg finden in das Thema Digitalisierung in Deutschland? Das hält ChatGPT für einen sehr lustigen Witz übrigens. Warum ist die Digitalisierung in Deutschland manchmal wie ein langsamer Internetanschluss? Weil es vielversprechend anfängt und dann aber ewig dauert, bis etwas geladen ist. Genau das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen ein innovatives System sein. Unsere Lösung wird von kleinen mittelständischen Unternehmen verwendet, die in dem Planungsbereich unterwegs sind, Architekturbüros, Ingenieurbüros. Größere Handwerksunternehmen, die ihre eigene digitale DNA finden möchten. Hier nochmal aufgelistet unsere Kunden, Bauunternehmen, Architekten, Ingenieure sowie Projektentwickler, in der Regel alles Kunden zwischen 5 bis hoch 300 Mitarbeitern. Und die sind alle mit gewissen Problemen und auch deren Folgen zu uns gekommen. Und zwar waren immer natürlich. Die ganz großen Probleme da. Überstunden, Stress, Fehler und Resignation. Ähm, aber es gibt auch die kleinen Probleme. Die darf man gar nicht vergessen. So zum Beispiel, wo lege ich ein Dokument ab? Wie findet mein Kollege dieses Dokument wieder? Dann das nächste Thema: Mails, Mails, Mails. Immer wieder kommen immer mehr Mails rein und die müssen manuell abgelegt werden. Zu den Projekten, damit die Kollegen wiederum Zugriff drauf haben. Wann und wo wird eine Abnahme getätigt? Ist die Abnahme schon fertig? Wo ist der Bericht zu dieser Abnahme? Die Rechnung muss raus. Ich muss erstmal alle Stunden von allen Kollegen zusammensammeln, die in den Kalendern drinstehen und dann eine Rechnung schreiben. Eine Abschlagsrechnung, noch eine Rechnung, eine Schlussrechnung. Dann wurden gewisse Summen nicht bezahlt, die müssen irgendwie zusammengeführt werden, damit in einer Schlussrechnung wiederum auch alles wieder sauber zusammen hat. Hier steht unsere Mission. Die brauche ich gar nicht vorlesen. Das ist ganz einfach. Wir wollen die kleinen mittelständischen Unternehmen dabei helfen, zu digitalisieren. Und das Ganze auch sexy zu gestalten. Und das machen wir, indem wir auch eine App zur Verfügung stellen, die modulbasiert ist, wo man auf dem Handy, auf dem Tablet oder auf dem Desktop alle Funktionen nutzen kann und auch nur das bezahlt, was man auch nachher nutzt. Und das ist auch sehr wichtig. Denn ähm, bei den kleinen Mittelständischen sind natürlich gerade diese Themen Kosten ein ganz wichtiges Thema. Wie kann man Kosten reduzieren? Das ist auch das, was ich heute in diesem Pitch nochmal sehr viel... Tiefgreifender, kurz ansprechen möchte. Es geht darum, Daten zu generieren und diese Daten, ähm, Moment, da bin ich jetzt eins zwei, Entschuldigung, da vorne müssen wir hin. Es geht darum, Daten zu generieren und diese Daten auch von allen Kollegen einzusammeln. Also alle Informationen von allen Kollegen zusammenzutragen. So dass auch jeder was beiträgt, denn nur wenn, jeder, wenn alle im Unternehmen was beitragen, dann werden Daten zu Gold und dann kann man richtig was daraus machen. Das Bauen wird sich dementsprechend in den nächsten Jahren so verändern, dass man halt mit einer App unterwegs ist, die man überall ver verwenden kann. Für viele ist das hier schon gar kein Neuland mehr, aber gerade in den mittelständischen Unternehmen, die suchen halt immer noch Lösungen, gerade im ERP-Bereich, um viele Funktionen auch zu bündeln, ein DMS zu haben, das in diesem System läuft. Baukosten, Umsätze, Aufgaben und viele weitere Themen wie Meilensteine zu steuern, Rechnungen, die reinkommen, über einen Prozess abzubilden dazu über eine Microsoft Outlook Schnittstelle, die bei uns automatisiert die E-Mails reinlädt in die Projekte mit den Dokumenten, die wir dann auslesen und dann die Kostensätze rausziehen und dann hier eintragen. Ein ganz ganz wichtiger Faktor, um halt die Projekte auch rentabel zu halten, haben wir in den letzten paar Jahren gesehen, ist immer wichtiger geworden. heißt also, wir haben eine äh, Lösung geschaffen, die mittels Aufgaben, Meilenstein aber auch einer Historie, die automatisch generiert wird in einem Projekt und einer transparenten Kostenstruktur arbeitet. Denn jeder im Unternehmen, der an einem Projekt arbeitet, muss ja auch die Kosten und seine eigenen Zeiten im Blick haben. Denn nur so kann es natürlich auch zu einer wirklich effizienten, kostengünstigen und guten Kommunikation in einem Projekt kommen. Vielen Dank.